Wenn Sie immer noch Zweifel an dem Polaritätsprinzip haben, dass es eines der fundamentalsten Prinzipien ist, dann kommen wir jetzt zu einer anderen Aussage. Kommen wir jetzt zu der Aussage von Kurt Gödel. Kurt Gödel war Österreicher. Er war kein Physiker, sondern Mathematiker. Und Kurt Gödel gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker der letzten 100 Jahre. Warum? Nun, weil er einen mathematischen Beweis abgeliefert hat. Mit dem hat er das Hilbert-Programm ins Wackeln gebracht oder ordentlich durchgerüttelt. Wer oder was ist das Hilbert-Programm? Nun, für die jüngeren Zuschauer unter uns, mit Programm ist keine Software gemeint, sondern der deutsche Mathematiker David Hilbert hat im Jahr 1900 auf der Internationalen Mathematikerkonferenz in Paris damit begonnen, die 23 wichtigsten mathematischen Probleme, die es in der Mathematik zu lösen gilt, auf ein Blatt Papier niederzuschreiben. Und dabei hat er die Arithmetik in ein System von Axiomen gepackt. Die Arithmetik ist ein Teilgebiet der Mathematik. Sie beschäftigt sich mit den Grundrechenarten, insbesondere von natürlichen Zahlen. Und ein Axiom ist ein Grundsatz, der beweislos vorausgesetzt wird. Ja, demgegenüber steht eine These, eine Aussage innerhalb einer Theorie. Eine These innerhalb einer Theorie ist immer zu beweisen. Das ist der Unterschied. Ja, Axiom gleich Grundsatz wird beweislos vorausgesetzt. Eine These gleich Aussage innerhalb einer Theorie ist immer zu beweisen. Und einer der Grundsätze war der Grundsatz der Widerspruchsfreiheit. Danach darf sich eine Aussage nicht gleichzeitig widersprechen. Das hat Bedeutung für ein logisches System innerhalb der Mathematik. Ja, ein logisches System innerhalb der Mathematik oder die Grundvoraussetzungen sind einfach. Es darf nicht möglich sein, dass man gleichzeitig eine Aussage beweisen kann und ihr Gegenteil. Wenn man das in einem logischen System hat, dann ist Schluss. Dann kann man gar nichts mehr Gesichertes aussagen. So die Aussage des Mathematikprofessors Matthias Craig aus Bonn. Er hat sich diesbezüglich einer Wissenschaftsdokumentation über Mathematik dahingehend geäußert. Und obwohl ein Grundsatz, ein Axiom beweislos vorausgesetzt wird, forderte David Hilbert für den Grundsatz der Widerspruchsfreiheit einen Beweis. Das ging so lange gut, bis Kurt Gödel auf den Plan trat und seinen Beweis vorlegte. Was hat Kurt Gödel bewiesen? Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, jetzt hören Sie bitte wieder genau zu, denn jetzt wird es wieder wichtig. Kurt Gödel hat bewiesen, dass in einem System eine Aussage weder bewiesen noch widerlegt werden kann. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Ja, dass in einem System eine Aussage weder bewiesen noch widerlegt werden kann. Beweisen heißt, etwas ist wahr. Widerlegen heißt, etwas ist falsch. Also können wir die Aussage auch wie folgt formulieren, dass in einem System eine Aussage weder wahr noch falsch ist. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende da draußen, schauen Sie bitte in das Buch rein, von dem ich dort rede. Das, was Kurt Gödel mathematisch bewiesen hat, steht in diesem Buch. Und zwar unter einem der bereits genannten Prinzipien, das Prinzip der Polarität. Dort steht der Satz, alle Wahrheiten sind bloß halbe Wahrheiten. Jede Wahrheit ist zur Hälfte falsch. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Aussage? Was hat Kurt Gödel bewiesen? Sehen Sie, sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende da draußen, ich habe einen sehr hohen Respekt vor Mathematikern. Für mich sind die Mathematiker wirklich richtige intelligente Leute und auch Virtuosen auf ihrem Gebiet. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Mathematiker auf den Tafeln Formeln heranschreiben, die aus Zahlen, Parametern, Variablen und spezifischen mathematischen Sonderzeichen bestehen. Ja, ich versuche immer, was da aus diesen Formeln herauszulesen, aber meistens scheitere ich direkt schon am Anfang. Nur was nützen uns all die Mathematiker, die in der Lage sind, die schönsten und tollsten Beweise aufzustellen, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren mathematischen Beweis in das große Ganze einordnen zu können? Ich stelle meine Frage nochmal, was hat Kurt Gödel bewiesen? Einige Mathematiker unter Ihnen werden jetzt sagen, Kurt Gödel hat den Grundsatz der Widerspruchsfreiheit widerlegt. Ja, das ist richtig. Andere werden sagen, Kurt Gödel hat mit seinem mathematischen Beweis gezeigt, dass es neben wahr und falsch
auch unentscheidbare Aussagen oder widersprüchliche Aussagen gibt. Ja, auch das ist richtig. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, Kurt Gödel hat mit seinem mathematischen Beweis eines der fundamentalsten Prinzipien bewiesen. Denn das Ergebnis von Kurt Gödel steht doch in diesem Prinzip drin. Also weiß ich, dass ich recht habe. Sehen Sie, ein mathematischer Beweis besteht aus drei Teilen. Eine Aussage, einer der mathematischen Beweisführung und als drittes dem Ergebnis. Ich als Nicht-Mathematiker, mich interessiert Ihre Beweisführung gar nicht. Nicht, weil ich sie nicht gerne verstehen möchte oder was. Ich würde gerne Ihre Sprache verstehen. Aber ich muss es auch gar nicht. Sehen Sie, wenn sich alle Mathematiker dieser Welt darüber einig sind, dass Kurt Gödel recht hat, dann unterstelle ich als Nicht-Mathematiker, dass sie recht haben und dass sie sich nicht irren. Klar, rein theoretisch könnte jetzt einer sagen, ja, morgen könnte Kurt Gödel widerlegt werden. Ja, rein theoretisch. Versuchen Sie es aber erst gar nicht, denn Sie werden Ihre Lebensenergie mit einer Sache vergeuden, die nicht funktionieren wird. Sehen Sie, es ist wie mit einem Getränkeautomaten. Ich stehe vor einem Getränkeautomaten, schmeiße oben 1 Euro rein und ich erwarte unten das Ergebnis, nämlich die Dose Cola, die ich haben möchte. Wie der Apparat im Inneren funktioniert, welche Hebelchen da in Bewegung gesetzt wird, das interessiert mich nicht. Und so ist es auch mit dem mathematischen Beweis. Für mich ist nur wichtig die Aussage und das Ergebnis. Und das muss ich geistig verstehen. Und das habe ich im Fall von Kurt Gödel. Und ich muss lesen können, denn das Ergebnis von Kurt Gödel steht in diesem Buch drin. Ja, da steht natürlich nicht die Beweisführung drin, das bleibt Kurt Gödel vorbehalten, diese Leistung. Aber das Ergebnis steht dort drin. Also weiß ich, dass Kurt Gödel eines der fundamentalsten Prinzipien bewiesen hat, nämlich das Prinzip der Polarität. Und dieses Prinzip ist eines der fundamentalsten Prinzipien. Es erklärt Ihnen auch die Komplementarität, ein Begriff, den Niels Bohr 1927 in die Physik eingeführt hat. Mit dem Unterschied, dass Niels Bohr es 1927 tat. Diese Prinzipien sind wesentlich älter. Dieses Prinzip erklärt Ihnen auch die Relativität. Relativität kann es nur geben, wenn es zwei Pole gibt, zwei Gegensätze, ja, wie Raum und Zeit. Nur wenn es so etwas wie Polaritäten gibt, kann es auch so etwas wie Relativitäten geben. Am einfachsten Beispiel ist es mit der Temperatur. Ja. Warm und kalt. Was ist warm, was ist kalt? Sind 30 Grad warm oder kalt? Nun, 30 Grad sind sicherlich wärmer als 25 Grad. 30 Grad sind aber gleichzeitig kälter als 35 Grad. Das alles ist relativ. Mit diesem Prinzip sind Sie auch in der Lage, Ihre anderen Theorien zu vereinen. Zum Beispiel Paralleluniversen, Multiversen, all dieses lässt sich auf dieses Prinzip zurückführen und mit diesem Prinzip erklären. Dieses Phänomen erklärt Ihnen auch alle paradoxen Erscheinungen. Immer dann, wenn Sie in der Physik, aber auch in jeder anderen Wissenschaft auf paradoxe Phänomene stoßen, dann haben Sie es mit diesem Prinzip zu tun. Und das ist auch wichtig, das erhöht auch Ihre Erkenntnisgewinnung. Sie sind viel schneller in der Lage, gewisse Problembereiche zu analysieren. Ja, stellen Sie sich mal vor, am Beispiel des Welle-Teilchen-Dualismus. 400 Jahre hat man darüber diskutiert, ist Licht Welle oder Teilchen. Wenn Ihnen vorher bewusst gewesen wäre, dass dieses Prinzip eines der fundamentalsten Prinzipien ist, dann hätten Sie gar nicht so lange diskutieren müssen. Dann hätten Sie es vielleicht in 50 Jahren geschafft. Das Verständnis dieses Prinzips, ja, ist wichtig für die Wissenschaft und für Ihre Erkenntnisgewinnung. Und wenn Sie das Prinzip der Polarität verstanden haben, dann verstehen Sie auch die Riemannsche Vermutung. Denn die Riemannsche Vermutung ist nichts anderes als ein Phänomen dieses Prinzips. Die Riemannsche Vermutung ist eines der bedeutendsten und wichtigsten mathematischen Probleme. Es ist, soweit ich mich noch daran erinnern kann, das 8. Problem im Hilbert-Programm und gleichzeitig wurde es als eines von 7 Millennium-Problemen vom Clay Mathematics Institute in Massachusetts formuliert. Die Riemannsche Vermutung ist also das einzige mathematische Problem, das in beiden Listen zu finden ist.
Der deutsche Mathematiker Georg Friedrich Bernhard Riemann hat 1859 in seiner Arbeit über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe mit Hilfe der Funktionstheorie weitgehend Aussagen über die Verteilung von Primzahlen gemacht. Riemann äußerte die Vermutung, dass alle Nullstellen einer speziellen Funktion, der sogenannten Zeta-Funktion, den Werten halb besitzen. Oder anders ausgedrückt, überall dort, wo in der zu untersuchenden Menge der Elemente die Null auftrat, soll der Wert ein halb rauskommen. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, haben Sie schon einmal die Frage gestellt, warum dort der Wert ein halb rauskommt? Warum ein halb? Warum nicht ein Ganzes? Wo ist die andere Hälfte? Sehen Sie, diese Frage oder die Antwort auf diese Frage finden Sie im Polaritätsprinzip. Dort heißt es, alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten. Jede Wahrheit ist zur Hälfte falsch. Sie haben nur den einen Teil einer Polarität entdeckt. Sehen Sie, bei Riemann geht es um Primzahlen. Ja, und sie wenden immer eines der fundamentalsten Prinzipien an, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, das Prinzip der Entsprechung. Das Prinzip der Entsprechung besagt Folgendes: wie oben, so unten, wie unten, so oben. Ja, dieses Prinzip enthält die Wahrheit, dass auf allen Ebenen des Daseins, dass sie dort Entsprechungen finden. Und so verfahren sie auch mit Primzahlen. Sie sagen, Primzahlen entsprechen den Atomen. Primzahlen entsprechen den Elementarteilchen. Ja, sie sagen, Primzahlen sind die Atome des Zahlensystems, weil jede positive ganze Zahl lässt sich als Produkt aus Primzahlen darstellen. Und Elementarteilchen lassen sich auf die Atome zurückführen. Und im Laboratorium des Mathematikers entsprechen die Primzahlen 2, 3 und 5 den Atomen Wasserstoff, Helium und Lithium. Das ist das Prinzip der Entsprechung, das sie anwenden. Und Primzahlen, das Besondere an den Primzahlen ist ja ihre Definition. Primzahlen sind definiert als Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Ja, sehr geehrte Wissenschaftler, was sind denn Pole? Pole sind doch nichts anderes als Phänomene, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar sind, sonst wären es doch keine Pole. Primzahlen sind also Polzahlen. Ein Begriff, den es so in der Mathematik noch nicht gibt, den es aber geben wird, sonst kommen Sie, was das Verständnis von Riemann und dem Polaritätsprinzip anbelangt, nicht weiter. Es wäre auch schöner gewesen, wenn man von Anfang an statt von Primzahlen von Polzahlen gesprochen hätte. Ja, leider hat es sich geschichtlich so entwickelt. Aber dann wäre der Charakter von Polzahlen und Primzahlen viel deutlicher geworden und man hätte die Zusammenhänge auch besser und schneller begreifen können. Kommen wir jetzt zu einer anderen Aussage, die von Anton Zeilinger. Anton Zeilinger ist ebenfalls Österreicher. Er ist Quantenphysiker. Anton Zeilinger wurde 1996 in den Medien bekannt, als ihm experimentell die Quantenteleportation gelungen ist. Seitdem wird er auch immer als Mr. Beam bezeichnet, in Anlehnung an Raumschiff Enterprise. Anton Zeilinger ist nicht nur Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, er ist seit 2014 auch Mitglied der National Academy of Science. Das ist eine sehr honorige Vereinigung. Da kommen nur ausgewählte Wissenschaftler rein. Anton Zeilinger ist einer von 6 Österreichern, die es bislang geschafft haben, dort aufgenommen zu werden. Und Anton Zeilinger hat sich auch Gedanken über diese Theorie gemacht, über das Problem der Weltformel. Und Anton Zeilinger sagt, eigentlich müsste man schon fast sagen, erfordert ist, um im Zusammenhang oder mit dem Problem der Theorie weiterzukommen, er sagt oder erfordert neue physikalische und philosophische Ansätze. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, schauen Sie bitte in das Buch, von dem ich hier die ganze Zeit rede. Das, was Anton Zeilinger sagt, steht in diesem Buch geschrieben. Ich sagte es Ihnen bereits, diese Prinzipien sind die fundamentalsten Prinzipien. Sie gelten auch auf der physikalischen Ebene. Es steht auch in dem Buch explizit drin. Somit haben wir die physikalischen Ansätze. Und ich sagte auch, wir haben es hier mit einer untergangenen, verloren gegangenen Philosophie zu tun. Also haben wir hier auch die philosophischen Ansätze.
Also stimmt wieder eine Aussage von einem namhaften Wissenschaftler mit diesem Buch überein.